Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Hörspiel mitgebracht, das ich mir vor, ja, 10, 12 Jahren gekauft habe, als ich das erste Mal gezwungen war, längere Strecken mit dem Auto zurückzulegen, damit ich unterwegs was zu hören habe. Ich bin nicht so der große Musikfreund, aber schon immer der Hörspielfan gewesen. Wenn ich so drüber nachdenke, es können auch gut 15 Jahre gewesen sein. Wo bleibt die Zeit, wenn man Spaß hat? Ja, ist ja auch egal. Es geht sich um das Hörspiel 50 Jahre der Ewigkeit, damals erschienen beim Maritim Verlag. Und dieses Hörspiel, das habe ich damals gehört, fand es damals ziemlich cool. Dann ist das irgendwann in meinem CD-Regal oder in der Kiste irgendwo im Schrank verschwunden. Wir sind in der Zwischenzeit zweimal umgezogen. Und jetzt habe ich diese CD letztes Wochenende gefunden, wirklich zufällig, und ich war mit meinen Kindern unterwegs. Da habe ich gedacht, ach Mensch, man könnte sich dieses Hörspiel ja auch noch mal anhören. Vielleicht gefällt das den Kindern ja auch. Und ja, ich muss sagen, das hat wunderbar funktioniert. Ja, so schaut sie aus. Das ist mein Exemplar noch aus dem Maritim Verlag. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es eine Neuauflage im OSK Verlag, beziehungsweise bei Audible bekommt ihr das. Eine neue CD habe ich zumindest bei Amazon nicht finden können. Ist aber gut möglich, dass es da trotzdem noch eine gibt. Ich habe dieses, ja, was ist das, ein Digipack, habe ich damals erstanden. Ich finde, das ist auch unheimlich cool gemacht hier, aber da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Also das Cover-Artwork zeigt schon mal die Hauptfiguren. Das ist Jason, das ist der unsterbliche Nekron, das hier ist die Hexe Gundel und das ist vermutlich die böse Hexe Taris, nehme ich an, und hinten unschwer zu erkennen der Tod. Auf der Seite haben wir dann auch Robert Amper, der hat das Hörspiel geschrieben. Und hier hinten haben wir dann eine Inhaltsangabe, auf die ich allerdings gleich nochmal eingehe. Hier unten haben wir dann auch die Copyright-Hinweise. Dieses Hörspiel ist aus dem Jahr 2003, die Neuauflage vom OSK Verlag von 2006, beziehungsweise bei Audible ist das seit dem 17. November 2006 gelistet. Und das könnt ihr da bei Audible quasi, wenn ihr da ein Abo habt, kostenlos hören. Jetzt schauen wir uns die CDs mal an. Die finde ich auch unheimlich cool gemacht. Hier die CD selber, die hat hier, ihr seht das, so einen, ja, so ein tolles Finish. Das ist also wirklich schön gemacht. Die CD ist gemacht, also die sieht aus wie der Spiegel. Hier der Veritas-Spiegel. Hier haben wir zwei der Sprecher, in dem Fall Achim Höppner und Walter von Hauff. Dann haben wir hier noch ein schönes Artwork vom Teufel, wobei so böse wie der Teufel hier aussieht, ist er im Hörspiel nicht. Und die Hexe Taris, hier haben wir die ganzen Sprecher und ihr seht schon, das sind hochkarätige Sprecher. Und hier haben wir noch die zweite CD, die ist genauso schön, auch mit diesem tollen Finish, so ein bisschen angeraut. Und hier haben wir dann noch Pascal Breuer und Dagmar Heller. Ja, so schaut die CD aus. Aber was euch jetzt natürlich mehr interessiert, als wie die ausschaut, auch wenn man das hier mal so aufmacht, dann hat man auch, genau, was viel wichtiger ist als das Aussehen, ist bei einem Hörspiel natürlich der Inhalt. Worum geht's? Der Teufel, der hat damals vor ewigen Zeiten einen Spiegel entwickelt, mit dem er die Menschen in ihr böses Ich verwandeln kann, beziehungsweise der Spiegel, wer da reinblickt, wird böse, also so böse, wie er eigentlich ist. Der Spiegel war lange Zeit weg, taucht jetzt wieder auf und wird von einem jungen Mann gefunden, der natürlich auch direkt reinschaut und daraufhin seine Frau tötet. Und die Freundin der Frau. Die Freundin der Frau hat einen Mann bzw. einen Freund und der steht dann trauernd am Grab. Da erscheint ihm dann aber der Geist seiner Frau, Schrägstrich Freundin, und sagt, er soll den unsterblichen Nekron aufsuchen, der ihm dann helfen soll, den Spiegel des Teufels zu vernichten. Auf dem Weg dahin trifft er noch die Hexe Gundel. Die Hexe Gundel, das ist eine, ja, das ist eine Hexe, aber recht witzig gemacht. Ist also nicht böse, auch wenn das hier ein bisschen so aussieht. Na, die Hexe Gundel ist eigentlich eine Frohnatur, wenn man so will, die allerdings auch immer Hunger hat. So, der Teufel ist natürlich seinerseits ebenfalls nicht faul und setzt der Gruppe Steine in den Weg, beziehungsweise
reaktiviert die böse Hexe Taris, die den Dreien auflauert und verschiedene Fallen stellt. Der Teufel selber schaltet sich natürlich auch ein, um die Gruppe davon abzuhalten. Die Gruppe schließt dann einen Pakt mit der Zeit. Hier ist auch der Tod. Der Tod gibt ihnen, ja, ich verrate jetzt gar nicht zu viel. Sie schließen halt auch noch einen Pakt mit der Zeit. Das sind alles Entitäten. Der Winter, die ganzen Jahreszeiten, die Zeit, der Tod, das sind also alles real existierende Figuren in diesem Hörspiel. Und mit Necrons Hilfe reisen sie dann, weil die Zeit gibt ihnen drei Aufgaben auf, reisen sie in der Zeit zurück, in die Zeit von König Artus. Und ja, weiter sage ich da jetzt auch gar nicht. Dieses Hörspiel macht unheimlich viel Spaß, macht Laune und das liegt zum großen Teil natürlich an den Sprechern. Wir haben einmal den wunderbaren Achim Höppner in der Rolle des Erzählers. Dazu muss man auch sagen, dass das hier zwar ein Hörspiel ist, allerdings ist das Ganze mehr ein erzählendes Hörspiel. Also wir haben zwar ein bisschen Hintergrundmusik, allerdings selten und dann auch mehr so nur, damit die Stimmung richtig getroffen wird. Wir haben auch Hintergrundgeräusche, allerdings auch sehr, sehr wenig. Überwiegend wird das Ganze erzählt, aber halt von mehreren. Es ist mehr eine inszenierte Lesung als ein Hörspiel, aber ganz fantastisch. Wie gesagt, also wir haben Achim Höppner, der den Erzähler macht. Der hat so eine tolle, ruhige Stimme. Achim Höppner, ich kann ihm stundenlang zuhören oder konnte ihm stundenlang zuhören. Er ist ja leider mittlerweile verstorben. Thomas Fritsch als Tod kommt leider etwas zu kurz. Auch Thomas Fritsch, ein ganz großartiger Schauspieler, ein toller Synchronsprecher. Ist auch meine Lieblingsstimme für Russell Crowe übrigens. Das Highlight für mich sind allerdings die Bösen. Und zwar insbesondere Arne Elsholz als Teufel. Man kann ihm nicht böse sein, ganz ehrlich. Also, wenn man ihn hier so sieht, den Teufel, er sieht böse aus, er sieht gigantisch aus. Aber er ist, naja, es ist Arne Elsholz, ja. Und Arne Elsholz, das war bis zu seinem Tod die Stimme von Bill Murray, von Tom Hanks unter anderem. Es ist mehr, ja, er spricht den Teufel ja auch so, wie er Hades in der Disney-Zeichentrickversion von Herkules spricht. Passt ja auch irgendwo, ist ja mehr oder weniger der gleiche Charakter. Ganz, ganz toll. Wir haben zum Beispiel einmal, wenn der Achim oder der Joachim Höppner als Erzähler erzählt, wie es in der Hölle aussieht oder in einem bestimmten Bereich der Hölle. Und dann kommt Arne Elsholz als Teufel dazu und ey, bisschen weniger pathetisch. Toll, toll gemacht. Ich habe mich weggelacht. Das ist wirklich schön, wenn die Figuren aus dem Hörspiel mit dem Erzähler interagieren. Hat mir sehr gut gefallen. Aber mein absolutes Highlight: Dagmar Heller als Taris. Dagmar Heller ist die Stimme, die ist so voller Erotik, so aufgeladen. Jedes Wort, das sie sagt, beschert mir eine Gänsehaut. Es ist wirklich, es ist fantastisch. Das ist, man kann da hören und ah, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen. Hört es euch an. Bleibt nur noch die Frage nach einer Altersempfehlung. Das ist schwer zu sagen. Also auf der CD selber steht nichts drauf. Ich kann zu mir persönlich sagen, mir hat das Hörspiel mit Ende 20 gut gefallen. Es gefällt mir heute mit Anfang 40 gut und meine Kinder fanden es auch toll. Die sind 5 und 8, wobei die 5-Jährige, da die hatte stellenweise ein bisschen Angst. Am Anfang haben wir eine Gewaltspitze, da hat Eugene seine Frau umgebracht, erhängt und die Freundin kommt dann in die Wohnung. Alles ist düster, alles ist voller Rauch und die Leiche hängt von der Decke, sie stößt gegen die Füße. Das ist, ja. Es wird nicht so blumig beschrieben, aber es ist halt im Kopf setzen sich da Bilder zusammen. Ich habe das gesehen, das hat ihr so ein bisschen zugesetzt. Der restliche Verlauf der Geschichte ist harmlos, ist schön, ist auch lustig. Also ich denke, ja, man könnte es vermutlich 8- bis 10-jährigen Kindern durchaus zum Hören geben, aber Erwachsene haben hier auch Spaß dran. Deswegen ein Hörspiel für die ganze Familie. Das kann man durchaus so sagen. Das ist auch etwas, was ich unterschreiben würde. Eine Altersfreigabe, eine Altersempfehlung würde ich jetzt hier ungerne geben, weil das ist ja zum Glück auch gar nicht meine Aufgabe. Wenn ihr dieses Hörspiel irgendwo findet, also so kriegt ihr das vermutlich nicht mehr, aber es gibt davon eine einfache Version. Und halt auch als Hörbuch-Download bei Audible, habe ich gesehen, gibt es das auch. Greift zu. Tolles Hörspiel, Maritim Verlag, jetzt nicht mehr, jetzt ist es bei, das hatte ich gesagt, beim Oscar Verlag. Aber auf jeden Fall 50 Jahre der Ewigkeit
von Robert Amper, eine Empfehlung von mir. Und so wie ich euch den hier gebe, könnt ihr mir den auch hier unten geben. Schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer.